Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Gothic-Let's Plays hier auf meinem Channel. Ne? Wir gucken direkt mal auf die Map und schauen mal, was so abgeht. Ne? Ab in den Questlog rein. Genau, wir sind hier so am Start. Keine Missionen. Wo sind denn unsere Missionen? Siehst du, der Bauernhof im Norden. Ist das hier? Geldern. Montera. Ach, ich bin hier und gar nicht da. Ach so, ja, okay, alles klar. Wie loyal sind die Ork-Söldner? Genau. Ja, das ist die Geschichte mit Marek, die wir quasi in der letzten Episode durchgesprochen hatten. Ja. Weizen für den Lagermeister. Fehlt dir noch was? Brauche 15 Weizensäcke vom Kornhof im Norden. Und zwar schnell. Ja, da würde ich, glaube ich, am ehesten mal lang gucken, oder? Kornhof im Norden. Ich habe gerade ein bisschen Bock, in der Welt rumzulaufen, so, ne? Versteht mich nicht falsch. Wir können hier in der Stadt auf jeden Fall noch mit allen reden, mal bei Zeiten. Ich denke, die wichtigsten Leute haben wir bereits abgeholt. Jetzt wird's gerade Nacht. Dann würde ich eigentlich ganz gern noch irgendwo pennen. Darf ich hier rein? Da geschwind pennen. Da darf ich nicht pennen. Darf ich hier pennen? Nee, okay. Oh, Verzeihung, Verzeihung, Leute, Verzeihung. Darf ich hier pennen? Wer bist du? Der Bradley. Bradley, darf ich bei dir schnell im Bett schlafen? Ist das okay? Wenn er so weitermacht, wird das gut. Scheint er okay zu finden, ne? Danke, Bradley. Ich wünsche dir was, ne? Klasse. Ja, sehr schön. Dann geht's des Morgens los, ne? Ich renne hier erstmal raus und dann gucken wir mal, wo Norden hier ist, ne? Wir haben zwar immer unseren Kompass dabei. Okay, wir müssen quasi einmal um diese Stadt rum. Kann ich auch hinten aus der Stadt raus? Wir können jetzt ja einfach mal den Kompass so ein bisschen mit einbeziehen, ne? Die etwas geschmückte Nadel zeigt, wie man das so kennt, nach Norden. ist ja klar. So, moin, da Marek, genau. Marek, ich bin dran. Ne? Aber jetzt mache ich erstmal hier die Geschichte für unseren Lagermeister. Der braucht nämlich Sachen und das ist wichtig, um, ich sag mal, alle bei Stange zu halten. So, komme ich hier irgendwie raus? Okay, ist, glaube ich, ein bisschen steil, ne? Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich außen rum rennen. Nicht gedacht, dass die hier hinten so weit in die Höhe befestigt sind. Kommen wir hier vielleicht irgendwo runter? Weiß ich ja nicht. Schaut mal, das könnten schon die Höfe sein da unten, oder? Wie sieht's denn hier aus? Nee. Da springe ich, glaube ich, in meinen sicheren Tod, wenn ich hier runtergehe. Wenn wir es irgendwie überleben würden, könnten wir uns schon hochheilen. So ist ja nicht, ne? Aber in dem Fall, ja, gehen wir außen rum. Lektion gelernt. Steht's hier? Nee, ich glaube, wir müssen leider uns damit anfreunden, dass ich gerade dumm im Kreis gerannt bin, ne? Und das absolut nichts für uns bringt. Ja, hey. Manchmal ist, wie es ist. Ah, wer hockt denn da hinten am Lagerfeuer? Da sagen wir auf jeden Fall mal Hallo, oder? Wenn es Bandits sind, sollten wir davor abspeichern, aber ich denke mal, die gehören hier irgendwie dazu, oder? Hi. Daryl. Ja, mach hier nicht so ein Aufsehen. Oder willst du, dass die Orks uns entdecken? Die entdecken euch nicht? Was ist deine Aufgabe? Ich suche nach einem Weg, die Sklavenlagerwachen zu beseitigen, um den Sklaven zu helfen. Mhm. Doch leider schlagen die Orks gleich Alarm, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken. Im offenen Kampf mit ihnen haben wir keine Chance. Es sind einfach zu viele. Verstehe. Ihr Rebellen haltet euch gefährlich nahe der Stadt auf. Wenn wir könnten, würden wir den ganzen Laden stürmen. Doch leider sind die Orks in der Überzahl. Ja. Wir würden es wahrscheinlich nicht mal bis zu den Tempelanlagen schaffen. Wir haben ja schon einen unserer Männer bei den Orkseltern eingeschleust. Aber der scheint irgendwie zu pennen. Kannst du mir sagen, wer das ist? Wer ist euer Spitzel bei den Söldnern? Wenn ich dir das sage, kann ich mich ja gleich den Orks stellen. Du musst mir schon beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Wo ist das Problem mit eurem Spitzel bei den Söldnern? Wir haben der Stadt in letzter Zeit sehr geschadet. Die Orks haben nichts bemerkt. Aber die Söldner sind vorsichtiger geworden. Ich vermute, dass sich unser Spitzel deshalb zurückhält, um nicht enttarnt zu werden. Verstehe. Ja, das ist halt direkt so eine Aussage, die so hart in die Richtung geht, ne? Aber ich gehe mal damit. Zu viele Orks im Sklavenlager? Das kann man ändern. Wie denn, du Schlaumeier? Wenn die Sklavenlagerwachen alle auf einmal angestürmt kommen, sind wir geliefert.
Man müsste sie einzeln zu fassen kriegen. Hä? Ja, nee, das lassen wir erstmal. Aber wenn es für euch okay ist, würde ich hier eure Waffenbündel mitnehmen. Ist das easy? Ist easy. Ja, coole Sache, ne? Braucht ihr eigentlich nicht, würde ich behaupten. So, wer bist du? Einfach ein Rebell. Pause. Alles klar. Tipptopp. Okay, hier. Vor Montera war das jetzt hier, oder? Ja, genau. Vor Montera chillen also Rebellen, denen man unter die Arme greifen könnte. In Bezug auf, wir locken da irgendwas aus der Stadt raus und so, ne? Könnte man sich überlegen. Wie gesagt, Stand jetzt will ich mich in die politischen Gegebenheiten bei diesem Spiel noch nicht zu sehr einmischen. Ne? Einfach, weil ich auch das Gefühl habe, noch zu wenig davon zu verstehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ey P, was gibt's da zu verstehen? Die Rebellen und die Orks, ne? Ist ja... Das war ein Headshot. Ne? Aber irgendwo denke ich mir halt, kommt. Ich will jetzt erstmal noch ein bisschen Sachen sehen, ein bisschen was erleben. Und dann kann ich später eine richtig schöne, fundierte Entscheidung treffen. Das ist doch klasse, ne? Soll sich der Zukunfts-P mit solchen wichtigen Entscheidungen rumschlagen. Der Idiot. Der wird sich noch wundern. Okay. Ja, coole Sache, ne? Nehmen wir hier mal ein paar Kräuter mit. Schaut mal, da oben gibt's irgendwie einen kaputten Turm. Hier gibt's noch eine Mana-Wurzel. Zauberwurzel meine ich natürlich. Quicksaven wäre an der Stelle nochmal. Hier ist noch so ein Mana-Ding. Oder genau, die Mana-Pflanze und die Zauberwurzel. Das ist gewissermaßen... der Unterschied. So, guck mal, was ist denn hier? Wohnt hier jemand? Alter, moin. Tatrano. Verschwinde, du Wurm! Kleine Pause, hä? Solltest du nicht besser auf Sklaven aufpassen oder sowas? Was interessiert dich das? Lass mich in Ruhe! Geh wieder an die Arbeit, oder ich mache Meldung bei deinem Vorgesetzten. Tatsächlich? Da kriege ich ja richtig Angst. Verschwinde einfach, du Spinner! Ich glaube, den muss man mal verhauen, oder? Ich glaube, der braucht ein bisschen Prügel, Leute. Ich will den aber nicht vergiften, nicht, dass ich ihn aus Versehen töte, ne? So, Freundchen, guck mal, dann kriegst du noch ein paar schnelle Hiebe, ne? Ich will aber nicht, dass du da runterfällst. Ja, genau, komm mal her. So, kleiner Ratten. Oh, jetzt ist er, glaube ich, wirklich runtergefallen. Oder? Nee. Stark, dann nehme ich dem alles, ist ja klar. Jetzt bin ich wieder stuck. Zumindest mit den Pfeiltasten. Dein Schwert nehme ich auch mit. Und dann gucken wir mal, wenn du gleich aufstehst, was hier Phase ist, ne? Trano, wie sieht's aus? Hoffentlich fällt er nicht dann da runter und stirbt. Das würde ich neu laden, bin ich ehrlich mit euch. Wenn er jetzt aufsteht, da runterfällt und stirbt, wäre schon schade. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Lass mich in Ruhe. Okay, so kann ich dich also nicht überreden. Sehr schade, dann tut's mir leid. Eigentlich hau ich nicht grundlos Leute zusammen, aber ich dachte, vielleicht sagst du dann, okay, hab ich schon verstanden oder so. Klar. Okay. Alter, da wäre mal wieder ein Schrein. Könnte man sich überlegen, ne? Das sieht mir vor allem nach Adanos aus, oder? Adanos! Gewähre mir was auch immer. Gucken wir mal, ne? Belia. Ah, ist Belia. Meine ich natürlich, ne? Ja, chillen wir erstmal. Bei Belia will ich gerade nicht so viel prayen. Was geht da ab? Ah, das sind Pilze. Ich dachte gerade, das wären Gegners. Ja, natürlich auch sein können, ne? Ich glaube, das sind schon hier die Bauernhöfe, die gemeint waren, oder? Gucken wir da doch mal vorbei, wie es da mit dem Weizen-Game aussieht. Ah, guck mal, man hätte hier doch irgendwie rauskommen können. Wir gehen nachher da rein, dann finden wir ja auch raus, wie man wieder rauskommt, ne? So nämlich. Ja, die haben ja ordentlich Kühe am Start, ne? Richtig Vieh. Rinder, Schweine, Hühner. Ich pflück eure Sachen. So, dann gucken wir uns mal um. Sklavin, Sklave, 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 Sklave. Und es kommt noch schlimmer. Calvin, Leon, okay. Die Arbeit hier auf dem Hof ist recht angenehm. Vor allem, wenn ich an die armen Schweine bei den Ausgrabungen denke. Ja, die haben es nicht so easy, ne? Du kommst doch nicht, um mich wieder in die Stadt zu schicken, oder? Vergiss es, ich bleibe auf dem Hof hier. Alles klar.
Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, tatsächlich, ne? Wer bist du denn? Orksöldner, alles klar. Oh, was macht er da? Wonach zählst du das? Ja, sich ein Reinorgel, ne? Verstehe. Ah, wer bist du? Ah, Elite-Söldner. Dennis, moin. Ist das dein Hof hier? Ich bin der Boss hier, falls du das meinst. Ich kümmere mich darum, dass der Viehhof seinen Dienst verrichtet. Ich suche Arbeit. Fein, da habe ich was für dich. Nice. Meine Männer sind scheinbar zu dämlich dazu. In letzter Zeit treibt sich ein Rudel streunender Wölfe hier herum. Mhm. Nachts schleichen sie sich an den Hof heran und fressen uns die Tiere unterm Hintern weg. Das geht natürlich nicht. Ich werde dir einiges dafür bezahlen, wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden. Ja, dein Glück. Ich kümmere mich um die Wölfe. Eine Sache noch. Die Biester sind verdammt clever. Sie müssen sich irgendwo versteckt halten, solange es hell ist. Ich glaube kaum, dass du sie in freiem Gelände erwischen wirst. Könnte mir vorstellen, dass sie irgendwo in der Nähe von Montera eine Höhle haben. Es sind nur Wölfe. Ich werde sie schon finden. Ich denk's doch auch. Alles klar, ne? Halten wir mal Ausschau ein bisschen nach einer Höhle. Die sind verdammt clever. Glaubt, die haben safe irgendwie studiert, ne? Bisschen Beute jagen und so haben die richtig studiert, sag ich euch aber, wie es ist. Ah, wen haben wir denn da? Da macht ja wieder jemand Pause hier, ne? Ihr Ratten. Wer seid ihr denn jetzt? Rebellen wieder. Okay. Also, dass die Rebellen irgendwo in der Nähe immer so chillen, das ist schon so ein richtiges Ding, ne? Dann haben die auch immer ordentlich Waffenbündel am Start, die wir ihnen abnehmen dürfen. Der Mason. Du gehörst nicht zufälligerweise zu den Söldnern, oder? Wie bitte? Oder? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst hättest du mich doch bestimmt schon getötet, oder? Oder? Ja, wer bist du, oder? Wer bist du? Ich bin Mason. Ich bin Rebell. Ich hab mit meinen Leuten den Viehhof umzingelt. Wir warten nur noch auf das Zeichen, um loszuschlagen. Umzingelt? Umzingelt? Wovon sprichst du? Wir Rebellen sind überall, musst du wissen. Auch wenn du uns nicht immer sehen kannst. Trotzdem beherrschen wir das ganze Tal hier. So, so. Okay. Was zum Geier hast du vor? Erstmal knöpfen wir uns das Vieh vor. Wart's nur ab, das wird ein Spaß. Welches Vieh willst du töten? Na, die fetten Kühe auf dem Viehhof. Wenn die Söldner nichts mehr zu beißen haben, werden sie sicher schnell aufgeben. Ja. Verstehe. Verstehe, ne? Okay, ja. Was ist mit den Schweinen? Die sind nicht so wichtig. Die geben ja keine Milch. Verstehe. Gut, dass er das Leben auch rafft, ne? Du hast eine Vollmeise, weißt du das? Nee. Wir chillen da erstmal. Wie gesagt, da halten wir uns bedeckt, ne? Ich habe allerdings das Gefühl, dass ich mich da bald mal irgendwie entscheiden müsste oder so, ne? Einfach, weil wir sonst wahrscheinlich irgendwie so weit in die Spielwelt reingrinden, dass dann jedes Zurückgrinden schon allmählich ein bisschen stressig wird, ne? Ein Ripper? Okay. Ja, Rippy Lee, zeig mal, was du kannst, ne? Genau, da stecken. Ah, der macht dann auch Schießbudenfigur. Ja, pass mal auf. Der kommt hier nicht so gut hoch, das ist klasse. Stark, 200 EP. Für ein Easy-Game eigentlich. Zumindest auf Distanz geht das gut, ne? Ist ja schon, aber der Ripper ist halt kein Wolf. Und die Wölfe, die sind nicht dumm, ne? Die haben komplett studiert, ich sag's euch. Die wissen, wie das Game läuft. Ja. Die Fleischwanze hingegen, die weiß nicht so, wie das Game läuft. Oh, falsche Taste gedrückt. So, ne? Nehme ich mit. Jetzt habe ich nochmal irgendwo eine gehört. Upsa. Permanent am falsche Taste drücken. Ist aber auch okay. So. Die Wölfe haben irgendwo in der Nähe Montera eine... War da nicht gerade der Höhleneingang? Also der Höhleneingang, ein Höhleneingang? Ah nee, da ist nur so bläulich wieder. Na, so erzblau. Das ist ja häufig an Höhleneingängen so. Zumindest bis jetzt war das häufig so, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass die tatsächlich super hart in der Nähe sind, ne?
Denn immer wenn wir bis jetzt Wölfe idlen gesehen haben, sind die basically von A nach B und A nach B war, was weiß ich, 75, 100 Meter oder sowas hätte ich gesagt. Dann sind die ja immer quasi von links nach rechts. Wenn die sowas auch hier abziehen, können die eigentlich gar nicht so weit weg sein, wie ich jetzt hier gerade schon bin. Aber hey, ich wollte mich ja eh mal ein bisschen umgucken. Die Wildnis ist schließlich unser Zuhause als Jäger. Und wenn der Rosenkranz hier so mit Musik in meine Ohren malt, na, ist das für mich auch absolut in Ordnung, hier ab und zu mal so einfach ein bisschen auf Streife zu sein. Dann pflücken wir uns hier durch die Weltgeschichte. Das ist ja klar, machen wir einen Quicksave, das ist ebenfalls klar. So, hier haben wir mal wieder so eine Steingeschichte. Allerdings scheint der Stand jetzt noch nichts zu gehen. Alter, diese Bird-Geräusche, also Vogelgeräusche, sind doch auch einfach nur schön, oder? Wer und wo? Oh, direkt in meinem Nacken. Oh, wo war das kein Hit? Alter, wenn man den ein bisschen abwartet, checkt er es ja null. Da! Dachte ich. Da! Ging, oder? Kann man machen, doch, das war okay. Ich finde irgendwie, die Wildschweine hier sehen ein bisschen gruselig aus. Ich mag denn ihre Gesichter nicht so gerne, ne? Das soll hier jetzt kein Wildschwein-Shaming sein. Hat jemand von euch Mononoke geschaut? Prinzessin Mononoke? Hier, Mononoke Hime zu Japanisch, ne? Studio Ghibli. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Mein absoluter Lieblingsfilm of all time. Und da gibt es gewissermaßen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, eine spezielle Art Wildschwein, nenne ich es jetzt einfach mal. Und an die erinnert mich das so ein bisschen. Ich glaube, deswegen missfällt mir dieser Look so sehr. So, das war wichtig, dass das erste down ist. Und dann kriege ich das hier vielleicht im Nahkampf hin, ne? Da! Na, ich bin halt auch schon lowlife. Ja, den hat's stecken, ne? Da! Ich glaube, da steige ich doch lieber auf den Bogen um und mache daraus eine safe Sache. Oh, bin ich schon mit der nächsten Sache in Combat? Nee. Läuft, okay. Alles klar. Na, war closey-mosey, aber hat geklappt. Sehr schön. Dann heilen wir uns mal geschwind voll. Ah, man ist doch nicht bei 100 gecapped. Na, mich hat's letzte Episode auch schon gewundert. Warum capped man irgendwie die Nahrung bei 100, während sich ja Pfeile gewissermaßen, ich denke mal, dass, wenn dann 999 das Limit oder vielleicht sogar 9999, ne? So wie es aussieht, könnte da noch eine weitere Ziffer hinpassen, finde ich, ne? Oder es wird kleiner skaliert, wer weiß das schon, wir werden sehen. Früher oder später werden wir das sicher sehen. So, hier wohnt, glaube ich, gar niemand, oder? Finden wir hier eventuell solche Weizensäcke? Es sieht doch irgendwie schon so aus, ne? Aber mitnehmen darf ich hier jetzt gerade nichts, außer hier diesen Schinken und so. Und auf den habe ich es jetzt bei bestem Willen nicht abgesehen. Wie komme ich denn an diese Weizensäcke ran? Der Rufus, moin. Psst. Hey du, du siehst anders aus als die anderen hier. Du arbeitest nicht für die Orksöldner, oder? Und wenn es so wäre? Und wenn es so wäre? Schon gut, dann will ich nichts gesagt haben. Ach so. Wen suchst du? Ich muss unbedingt hier raus. Doch die Söldner überwachen jeden meiner Schritte. Ich brauche einen starken Mann, der sie ablenkt, während ich mich aus dem Staub mache. Ganz schön mutig, mir sowas zu erzählen. Ach, was habe ich schon zu verlieren? Entweder du hilfst mir jetzt, oder ich bin geliefert. Du gehörst zu den Sklaven, oder? Bedauerlicherweise. Das war nicht immer so. Verstehe. Doch heute kann man es sich halt nicht aussuchen. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich muss nach Okara. Und zwar so schnell, wie es geht. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Vergiss es. Es war schon leichtsinnig genug, dir überhaupt davon zu erzählen. Okay, wir könnten versuchen, ihn hier rauszuholen.
Na, aber wie gesagt, das sind jetzt halt alles Sachen. Ja, Leute, ich muss mich allmählich entscheiden. Ganz klar, ne? Richtig, aber trotzdem geht das nicht so. Also, ich muss schon sagen, Team Ork-Söldner finde ich irgendwie ein bisschen. Was ist los? Ich glaube, ich wäre schon lieber rebellisch. Bist du auch mit der Bezahlung unzufrieden? Wie bitte? Geh wieder an die Arbeit! Ich arbeite hier gar nicht. Nicht in diesem Tonbirschchen. Langsam, ich bin keiner von deinen Leuten. Was willst du denn hier? Ich bin beschäftigt. Wenn ich nicht aufpasse, hauen die Sklaven ab. Und die Jungs liegen faul in der Gegend herum. Okay. Ich denke, du wirst meine Hilfe brauchen. Ach, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen. Zeig mir erst mal, was du kannst. Dann werde ich noch mal darüber nachdenken. Okay. Sklaven fliehen von deinem Hof? Ja, verdammt. Musst ja nicht noch in meiner Wunde herumbohren. Nicht genug, dass mir Marek im Nacken sitzt. Jetzt machen sich meine eigenen Männer schon über mich lustig. Erzähl mir was über Marek. Er ist Ork-Söldner, genau wie ich. Marek ist unser Anführer hier in Montera. Ja. Er kümmert sich darum, dass hier nicht jeder tut, was er will. Möchte gern wissen, wie er das anstellt. Ich komme ja nicht mal mit den paar Leuten auf dem Hof hier klar. Das ist natürlich schlecht, ne? Wir könnten hier direkt den Rebellenkontakt anschwärzen. Du solltest deinen Jungs mal ein wenig Dampf unterm Arsch machen. Toller Vorschlag. Das Einzige, was die noch motiviert, ist Alkohol. Irgendwann werden wir von Korndieben erdolcht oder von Untoten aus der Burg im Osten überrannt. Untote? Hast du gerade Untote gesagt? Wenn du den Weg da nach Osten folgst, kommst du zur alten Festung der Paladine. Oh. Sie ist zwar nur noch eine Ruine, aber bewohnt ist sie immer noch. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich du wäre, würde ich nicht zu nah an die Burg herangehen. Das klingt halt schon nach Premium-Loot, ne? Was ist mit den Rebellen? Die Königstreuen verdrücken sich in die Berge oder lungern um Montera herum. Die Rebellen sind keine ernsthafte Bedrohung. Die Korndiebe im Norden machen mir mehr Kopfzerbrechen. Sie kommen nachts und klauen uns die Weizensäcke unterm Arsch weg. Ich warte förmlich darauf, mit zerschnittener Kehle aufzuwachen, während meine eigenen Leute besoffen im Heu liegen. Ja. Ich werde mich um die Korndiebe kümmern. Du willst bewerkstelligen, was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Ta! Nur zu. Das will ich sehen. Alles klar. Die Korndiebe müssen weg. Ne? Klar. Okay. Wen haben wir hier? Ork-Söldner, Ork-Söldner, Elite-Söldner, Flammenberry. Wie? Ah, hier ist ein Weizensack. Die darf ich mitnehmen, oder? Weil ich kümmere mich ja auch um die Korndiebe. Hör bloß auf mit der Scheiße. Meinen die mich? Meinen die mich mit der Scheiße? Das so nicht weiter. Das hätte ich dir vorher sagen können. Klar, warum nicht? Das juckt doch hier keinen, wenn ich das mache, oder? Na, ich kann einfach übers Feuer rennen, irre. Ja, nehme ich immer ein paar Weizensäcke mit, weil da oben wartet ja jemand auf die Lieferung. Das ist ja gewissermaßen eine Mission von mir, ne? Dann ist das ja auch okay, denke ich jetzt mal. Wenn ich das hier so handhabe. Da liegt noch einer, oder? Ja. Wenn wer so weitermacht. Also ich kümmere mich gerade darum, dass eure Lieferung mal, ne, in der Stadt ankommt. Die Armen da oben kommen gar nicht mehr klar. Ich hatte das Gefühl, in der Butze lagen doch hunderte davon, aber die kann ich irgendwie nicht aufheben, oder? Hier, das sind doch, na okay, nee, das sind ein bisschen andere Säcke, verstehe. Aha, hier, nee, auch nicht. Ich find's irgendwie ganz lustig, dass wir uns jetzt um die Korndiebe kümmern sollen. Zumal wir so gar keine Spur von denen haben, oder? Oder sind das die besagten Rebellen gewesen, mit denen wir geredet haben? Und die Burg der Paladine, das klingt schon auch super spannend, ne? Also ich könnte mir zwar gut vorstellen, dass wir da gerade noch ein bisschen zu low dafür sind. Aber da winkt halt safe Premium-Loot, oder? Okay. Hier gibt's nichts zu holen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das würde ich gerne mal wieder hören, ne? Aber hier gibt's offensichtlich nichts zu finden. Der wollte schon gut Kornsäcke haben, ne? Das, was wir jetzt haben, reicht hier noch nicht. Gab's auf dem anderen Hofabteil auch noch solche Säcke? Und ich habe die da übersehen. Das schaue ich jetzt noch geschwind.
Dann ist so ein bisschen die Frage, wie machen wir hier weiter, ne? Also Korndiebe können wir ja machen. Also so die ganzen parteilosen Quests würde ich halt schon gerne als erstes abholen. Weil ich finde, entscheiden, ich glaube, ihr merkt auch einfach, ne? Ich habe dann manchmal so ein Problem, weil ich finde, gerade Gothic 1 und 2 haben mich halt gelehrt, dass so Entscheidungen schon super wichtig sind, ne? Im Nachhinein bereuen ist da immer leicht. Weil Gothic das auch einfach so toll macht, ne? Deswegen will ich natürlich schon eine fundierte oder möglichst fundierte Entscheidung treffen. Das wäre mir schon ein Anliegen. Und dafür muss ich eigentlich, habe ich das Gefühl, noch so ein bisschen mehr über die Sache rausfinden. Irgendwo denke ich mir, wenn man königstreu ist, dann bedeutet das ja, der König hat uns damals dazu verdonnert, in die Barriere reinzukommen, ne? Also aus dem Gesichtspunkt her müsste man eigentlich nicht unbedingt königstreu sein, wie ich finde. Nur wegen dem waren wir in der Barriere gefangen, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wäre auch ohne das Zutun der Barriere das mit dem Schläfer passiert? Wisst ihr, wie ich meine? Also vermutlich schon, oder? Irgendwann hätte doch safe da jemand... Naja, obwohl, es ist ja gewissermaßen schon auch aus einer Not heraus entstanden. So, ey, na, wir sind so in Not, deswegen nehmen wir jetzt ultra viele Drogen, haben dann irgendwelche Visionen von irgendeinem dunklen Wesen Belias und so und dann auf einmal Schläferkult und so. Ja, aber... Was soll ich euch sagen? Was ist das hier eigentlich? Ah, nur ein Busch, der sah gerade von weiter weg irgendwie ein bisschen irre aus, ne? So, gell, wenn er von unten quasi nicht wirklich beleuchtet wird. Ja. Mehr Säcke waren da jetzt leider nicht. Das heißt, es gibt vermutlich noch irgendwo anders so einen Abteil von so einem Hof, oder? Zwecks Kornsäcke. Weil er wollte ja, glaube ich, 15 Stück, oder? Und wir haben jetzt vielleicht 9, oder? Wie viele haben wir? Hier. Ah, 10. Und wie viele wollte der? Logbuch. Lagermeister. 15 Weizensäcke. Okay. Das heißt, 5 fehlen, ne? Ja, aber hier sehe ich jetzt beim besten Willen keine mehr. Zumindest so auf den ersten Blick. Habt ihr im Haus vielleicht noch welche? Nee. Hier vielleicht. Nee, ne? Dann muss es ja wohl irgendwo noch die Möglichkeit geben, weitere abzuholen. Und zwar offensichtlich nicht hier. 10 fühlt sich auch nach einer schönen Zahl an, die man da abgeholt hat, ne? Und die anderen 5 finden wir halt woanders. Würde ich mir jetzt mal so herleiten. Dadurch, dass die Hofareale offensichtlich mehrere Areale sind, könnte es natürlich auch sein, dass die Höhle tatsächlich nochmal wo ganz anders ist von den Wölfen. Das war eine Schlange irgendwo, glaube ich. Oh, was haben wir denn da? Alter, yo, ist das unser erster Snapper? Sieht aus wie so ein kleiner Raptor, ne? Ist doch Safecoin Snapper. Snapper, yo. Gucken wir mal, ne? Die sind bestimmt auch super schnell. Hoffentlich ist der nicht zu zweit da, Ochse. Hä? Wohin des Weges? War zu hoch. Ja, geht, oder? Schnell sind sie. Und Damage machen sie auch und die können springen. Und der Sprung wirft mich bestimmt um sowas, wie das aussah, oder? Mist. Scheiße. Aber Damage-wise sind die schon machbar, finde ich, ne? Uiuiui. Ja, doch, das geht. Die kann man schon machen. Aber Snapper sind halt keine Wölfe, ne? Naja, merken wir uns auch das mal. Junge, ist der am Ragdollen. Na, hat sich eingekriegt. Okay, ne? Also das mit den Wölfen, die scheinen schon sehr klug zu sein. So wie die sich versteckt haben. Aber wir kommen denen schon noch auf die Schliche, glaubt mir. Und dann gucken wir mal noch weiter. Zwecks Höfen im Norden. Aber ich glaube, wir rennen gerade gar nicht mehr nach Norden, oder? Ja, wir müssen eigentlich eher da lang, vermutlich. Also vielleicht doch an den Snappern vorbei.
Ha. Oh, ein Vargili. Ich glaub's ja nicht. Einfach mal ein Varg. Ja, davor machen wir noch einen kleinen Quicksave, oder? Dann schauen wir uns das mit dem Varg mal an. Wie schnell bist du und wie viele seid ihr? Geht voll, oder? Damage-technisch? Auf jeden Fall. Ach, crap. Schadenstechnisch auch. Oh, 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 ich glaube, der flattert ordentlich, ne? Oh ja, der macht natürlich Damage. Nur 100? Okay. Also ich würde sagen, Wagen wurden genervt, oder? Die waren doch früher auf jeden Fall krasser als Snapper. Snapper waren Level 15, Wagen Level 30, oder? Ja, ja, doch, doch, die haben doch immer 300 EP gegeben eigentlich. Da ist nochmal einer. Bin ein bisschen lowlife, aber wenn ich es richtig anstelle, kann ich den eigentlich erlegen, bevor der bei mir ist, ne? Den hat er. Den auch. Den eh. Ja, und jetzt noch einen. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Stark, oder? Wir gehen weiter unserer Wege. Könnte halt jeden Moment von irgendwo noch einer kommen, ne? Eine Heilpflanze, let's go. Hier ebenfalls. Das sind Orks am Start. Das scheint nochmal eine Art Bauernhof zu sein hier, oder? Ach, hoffentlich gehörten die Wagen nicht zu den Orks, weil die waren ja sonst immer bekumpelt, oder? Nicht, dass die jetzt sagen, mein Haustier, Alter. Das würde mir richtig leid tun. Auch bei den Orks. Ich würde sagen, ich hole gleich mal meinen Bogen raus, dann kann man mal so ein bisschen scouten, was das für Leute sind, ne? Wenn man die Sachen angezeigt bekommt. Krieger. Worauf wartest du dann noch? Wir werden es ja sehen. Mit Morras hat man nichts als Ärger. Mit Morras hat man nichts als Ärger. Wenn wir zu hart durchgreifen, haben wir bald keine Sklaven mehr. Ja, ja. Mit der Zeit werden sie sich alle unterwerfen. Das kann schon sein. Na, das kommt ganz drauf an, wie erfolgreich die Rebellen sein werden auch. Gucken wir mal, was hier Phase ist. Vielleicht können wir hier irgendwo mit einem Ork reden. Oder noch mal ein paar Weizensäcke aufsammeln. Hier war doch noch eine, ja genau. Ah, das ist die Burg. Verstehe. Zombie. Ah, der kriegt ja über... Oh doch, geht voll, ne? Kriegt schon Damage. Versucht mal auf Köpfe zu schießen. Ah, Skeletons sind auch am Start. Und die sind schnell. Wir wissen, wie der schreit, wenn er tot ist, ne? Das ist jetzt gerade ganz wichtig für mich. Und wie viel EP der gibt? 300? 200? Da sind noch mehr von den Viechern. Beute! Ja, ja, Beute, ne? Guck mal, wie ich den wegpinsel hier. Okay, ein Holzschild. Ein Speer? Sind die sauer auf mich? Geht, oder? Alter, dass die Zombies so gut kämpfen können hier, ist ja irre, ne? Die haben noch richtig was drauf. Ey, kann ich ja easy mit den Orks reingehen, oder? Die habe ich richtig rekrutiert. Und die denken, na, die hätten mich hier gesöldnert. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Gleich Ausdauer leer. Nice. Aber ich kann den nichts abnehmen. Ha. Die metzeln hier ganz gut durch, ne? Kriegen die Orks das hin, oder? Ja, ja, eigentlich schon. Ich könnte ja immer mies auf die einstechen, oder? Schade. Oh, yo, der ist voll auf mich abgesehen. Ah, das kann man natürlich nicht vergiften, ne? Ja, ja, guck mal, Skelett, na, du kriegst hier anders auf den Latz von mir. Ja, in den Staub mit ihm. Ja, echt so, ne? Ja, ja, da ist der Nächste.
Alter, wie wir hier mit den Orks am Metzeln sind, ist ja voll cool. Den hat er stecken. Da kommt er gar nicht hinterher, wenn ich hier so am Flattern bin, ne? Ja, sehr schön, guck mal. Mag auch, dass es hier quasi kein Friendly Fire gibt. Das hilft uns jetzt natürlich. Alter Junge, jetzt machen die ja hier alles nackig, oder? Upsa, sorry. Das juckt ihn gar nicht, oder? Ja, ja, guck mal. Alter, den habe ich voll enthauptet. Ja, Leute, ist jetzt hier auch mal Schluss. Ich will mir die LP halt nicht entgehen lassen, aber wir müssen jetzt hier nicht das ganze Dorf aufräumen eigentlich. Obwohl, ne, Untote und so ist ja eigentlich auch funny. Hier, guck mal, den mache ich da komplett nackig, ne? Alter. Du stehst nicht mehr auf. Ja, gell, dem habe ich das Köpfchen abgehauen. Habt ihr das gesehen hier? Stark, Leute. Ich? Warum ich? Wohnst du jetzt hier? Ist ja irre. Ja, also das haben wir voll geregelt, ne? Ich bin denn ihr Lieblingsmorrer. Gibt's hier was zu holen? Alter, der setzt sich da jetzt hin. Ich verstehe. Habt ihr nochmal irgendwo eine Party-Einladung bekommen? Oh Mann, ja, die haben einige Einladungen bekommen, ne? Oh, doch nicht auf den Krieger. Ich will auf ihn hier. Du verzeih, aber ich darf irgendwie nicht, ne? Hm. Den hat er. Jetzt muss ich ihn holen, ja. Richtig, immer. Hier, meine lieben Orks, ne? Ihr macht irgendwie, ihr spielt die Tanks und ich mach die dann weg, weil ich natürlich die EP brauche. Ja, stark. Ja, richtig cool, wie wir hier mit den Orks durchgehen. Die healen sich jetzt voll und jetzt würde ich auch sagen, ziehen wir uns hier allmählich mal zurück, oder? Obwohl, das Haus hier sieht schon sehr verheißungsvoll aus, wie ich finde. Da gucken wir doch mal rein, oder? Eine Truhe, na also. Vielleicht ein Quicksave, oder? Ich weiß nicht, wen ich jetzt gerade beklaue. Ob ich jetzt die Orks beklaue oder die alte Burg? Geile Musik. Bin ich wieder im Kampf? Naja. Aha, da ist irgendjemand auf hier. Oh! Ja, gell. Sollen wir das noch zusammen regeln hier? Alles klar, guck mal. Auch die Skelette sind auf jeden Fall machbar. Das ist doch gut zu wissen. Ich sollte mal echt gucken, dass ich hier, ne, nicht zu solo gegen die gehe. Schade, den hat er geblockt, ne? Oh, Junge, okay, der fährt ja ordentlichst Schlitten mit mir, ne? Ja, well, ne? Also, ich glaube, wir ziehen uns hier erstmal zurück, oder? Bevor ich jetzt irgendwas regel, was man mit unserer Ausrüstung vor allem so gar nicht regeln sollte. Das muss jetzt echt nicht sein. Wir nehmen hier nochmal alles mit und dann hauen wir ab. Weg hier. Okay, klasse. Na, das war besagte Burg, die aber auch gut von Orks bewacht wird. Wo hole ich jetzt mehr Weizensäcke her? Das ist gerade eigentlich so meine Hauptfrage. Zusammen mit der Wolfsfrage. Wir müssen die Wolfshöhle finden und wir brauchen noch mehr Weizensäcke. Dann könnten wir irgendwann zurück nach Montera und da mal noch mit den Leuten reden, zwecks den Spitzel ausfindig machen. Und dann sollte ich mich, wie gesagt, früher oder später wirklich mal entscheiden, ob wir jetzt Team Söldner sind. Na, also für die Orks und Xardas gewissermaßen, wenn ich das richtig verstehe. Oder ob wir halt sagen, ey, nee. Wohin rennt ihr denn? Naja, also 3 Wagen oder 70 Wagen, eher nicht so, ne? Ja. Oder ob wir eher sagen, wir sind bei den Rebellen. So Team, ja, wir sind halt menschlich und so, oder?
könnte man das, glaube ich, nennen. Was ist das denn? Das ist keine Blume. Die sieht eigentlich schon extraordinary aus, oder? Naja. Hier, guck mal. Okay, also hier scheinen wir irgendwie nichts zu tun zu haben erstmal, oder? Gibt's auch, ich habe jetzt nicht genau geschaut, aber hier gibt's auch nicht wirklich jemanden, mit dem wir cool reden können, hatte ich so das Gefühl. Naja, ich glaube, hier sind wir erstmal falsch. Es hieß ja auch schon um Monterra herum, wie weit sind wir denn jetzt weg? Aber wir sind schon bei Gotha. Uiuiui, wir sind ja ordentlich weggerannt, ne? Komplett aus unserem Questbereich gewissermaßen. Ja, das bringt halt das, oh, ich guck nicht so oft auf die Map mit sich, ne? Ja, aber ansonsten finde ich das eigentlich immer ganz cool, nicht so viel auf die Map zu gucken, muss ich schon sagen. So, dann schauen wir mal nach. Ist hier eine Höhle? Nee, oder? Nope. Nope, alles klar. Rutschen wir hier so ein bisschen runter. Schade, ich dachte, wir könnten da rutschen, aber in dem Fall nicht. Ja, well, dann vielleicht doch eher bei den Snappern, ne? Weil das halt auch mehr Richtung Norden wäre eigentlich. Hier so lang. Ja, das wäre halt am ehesten noch irgendwie Norden, ne? Ja, ja, vielleicht haben da irgendwo die Wölfe ihre Höhle und wir finden nochmal so einen Bauernhofabteil, wo wir sagen können, hey, moin, wir brauchen noch ein paar Weizensäcke, ne? Das wäre schon auch nicht verkehrt. Gucken wir doch hier mal so ein bisschen lang. Da waren auf jeden Fall nochmal zwei Snapper hier rechts über den Hügel drüber, ne? Da wissen wir ja gewissermaßen bereits Bescheid. Aber wir brauchen eine Wolfshöhle. Wie es hier halt auch an jeder Ecke irgendwie was zu schauen gibt, ne? Tja, und die Musik ist halt echt ein Banger. Gerade dieser Moment, in dem die immer so beflügelt, sag ich mal, ne? Wo die richtig abhebt. Das holt mich schon gut vom Kindi. Doch, doch, kann man schon so sagen. Ja, well. Was war da hinten? Irgendeine Ruine. Da wäre ich aber nicht, wenn ich ein Wolf wäre, wäre ich eher hier irgendwo, oder? Hier ist auch so eher, na, hier gibt's Hügel und so. Könnte ich mir schon vorstellen, dass irgendwo ein Bau drin ist. Vielleicht auch mal wieder Quicksaven an der Stelle. Oh, und ich muss ultra dringend aufs Klo. Ja, Leute, nee, ich bin ein bisschen ratlos hier mit Wolfsbau in der Nähe. Die scheinen klüger zu sein als ich, ne? Er hat es ja auch angemerkt, die sind verdammt schlau, die Viecher, die kommen des Nachts. Wir könnten natürlich auch gucken, dass wir nachts irgendwie uns da auf die Lauer legen und die abfangen, bevor sie die Tiere töten. Nur ist die Frage, ne, kriegen wir dann dieselbe Art der Belohnung? Ich könnte mir vorstellen, dass nein, es ging ja schon darum, hey, track die mal bitte, bevor die hier Sachen töten, ne? Denn ich glaube, wenn die angreifen und wirklich ein Rudel sind, dann können wir schlecht irgendwie sagen, ja, ja, wir beschützen hier alle Tiere und nichts stirbt. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich muss so dringend aufs Klo wie noch nie. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Schauen nochmal, ob wir irgendwie die Wölfe finden oder diese Weizensäcke und vielleicht mal den einen oder anderen Spitzel entlarven. Ich glaube, für heute bin ich mit Gothic durch. Nehme noch eine Kenshi auf, mal schauen. Und dann kann ich mir mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, ob ich mich als Team Rebellen oder Team Ork-Söldner sehe. Oh, das ist eine Frage, mit der ich mich irgendwie noch gar nicht so richtig beschäftigen will, ne? Aber ich habe das Gefühl, das wird jetzt zunehmend wichtig, dass ich mich da mal entscheide. In dem Sinne, lasst Liebe da, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer P. Ergebenst. Ade.